Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, Cooper der Wolf. Und ich freue mich, euch wieder begrüßen zu dürfen auf meinem Kanal f.coopergaming.tv. Ja, und einem neuen Part, Pokémon Schwert. Ich weiß nicht, wer von euch mich vielleicht schon begleitet hat auf der Route 4 am Freitag in meinem Livestream, wo ich die Evolis gefangen habe. Hab's ja tatsächlich geschafft, so viele Evolis, wie ich brauche, zu fangen, um alle meine Steine für die Entwicklung zu benutzen. Ja, ich hoffe, euch hat der Stream gefallen. Und natürlich, euch gefällt auch dieses Video hier, denn lasst mal bitte ein Like da, gerne auch ein Abo und die Glocke auch aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Würde ich mich sehr freuen, kostet nichts und ihr würdet mich damit sehr unterstützen. Aber jetzt nicht so viel Gequatsche, weiter im Spiel, ne? Die Arena-Challenge nähert sich langsam, aber sicher dem Ende. Du bist weit gekommen. Der Arena-Leiter von Claw City ist Drachenprofi Roy. Bist du bereit für seine Arena-Mission? Ja, das bin ich. Und ob. Dann bitte ich dich zunächst in der Umkleidekabine in deine Uniform zu schlüpfen. Ja, das kennen wir schon, das machen wir mal schnell, ne? Sind wir ja gewohnt. So, da sind wir jetzt auch schon drinnen. Diese Uniform, die du trägst, zeugt von all den Siegen, die du schon errungen hast. Das ist schön. Ich kann deinen Kampfgeist deutlich spüren. So, und jetzt begib dich bitte ins Stadion. Ich meine natürlich zur Schatzkammer. Die anderen Arena-Trainer erwarten dich dort, okay? Dann müssen wir jetzt zur Schatzkammer. Achso, kommen wir automatisch hin. Düpp, düpp, düpp. Drachentrainer. Ja, das ist aber eine recht lange Ladesequenz diesmal, ne? Doch, da sind wir endlich. Mal sehen, wie viele Challenger sind noch im Rennen. Wo, nicht mal 10. Also gut, Cooper, ich erkläre dir jetzt meine Arena-Mission. Bereit? Ja, bin ich. Die Regeln sind leicht und schnell erklärt. Du musst nur 3 von mir höchstpersönlich ausgebildete Arena-Trainer besiegen. Das ist alles. Ach ja, noch etwas. Ihr werdet in Doppelkämpfen gegeneinander antreten. Die Arena-Challenge hat es ganz schön in sich, findest du nicht? Ja, so einige Sachen waren schon recht hart, ne? Daher halten auch nur sehr wenige Arena-Challenger so lange durch wie du. Ha, ich bin ja auch ein Ass. Und genau deshalb habe ich auch sehr hohe Erwartungen an dich. Zeig mir alle Tricks, die du auf Lager hast. Ich werde mein Bestes geben. Aber genug geredet. Der erste Arena-Trainer wird dir jetzt gegenübertreten. Na los, Raphael, trau dich. Okay, also du bist also Raphael und du bist mein erster Gegner, ja? Bin schon zur Stelle. Roy hat mich 2 Dinge gelehrt. Zum einen die Stärken von Drachen-Pokémon und zum anderen, dass man das Kampffeld zu seinem Vorteil nutzen muss, wenn man sich diese Stärke zu nutzen machen will. Okay, dann zeig mal, ob du das kannst. Ich werde auch tun, was ich kann, um möglichst schnell hier zu gewinnen. Okay. Doppelkämpfe. 2 Feuer-Pokémon habe ich da. Aha. Ach, jetzt kommt er auch noch mit Regen. So. Wir fangen mal mit dem an. Und ich glaube, ich bin wahrscheinlich hier bei den beiden Pokémon mit Feuerattacken nicht so gut. Was? Okay, vielleicht soll ich es doch mal mit Feuerattacken probieren. Ach, Frosch im Hals. Boah, der war aber schon ganz gut. Aua. Ha. Versuche ich dir doch mal eine Nitro-Ladung zu verpassen. Mal sehen, was du dazu sagst. Biss war ich mit sehr zufrieden. Der kann nochmal kommen. Ja, Feuer ist auch nicht so das Wahre, habe ich befürchtet. Aber das sollte das erste Pokémon gewesen sein. So, dann gucke ich jetzt doch mal, wie sich diese Schnecke schlägt. Aua, oh, 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 armes Libalo, armes Libalo. Schon wieder eine Wasserattacke. Oh.
entsetzt, ich bin auch noch verwirrt. Och, Menno. Doppelkick. Und nochmal. Oh, ich greife nicht an, oder was? Oder mache ich mir selber Schaden? Nee, doch nicht. Ey, bei der Schnecke ist es doch schon viel wirksamer. Dann sollte ich jetzt den Kampf auch, glaube ich, für mich entscheiden. Oder hat er noch... Ach nee, wenn er noch ein anderes Pokémon hätte, dann hätte er ja nachgezogen. So. Doppelkämpfe gehen richtig ab. Aber man braucht dafür eine ganze Menge Grips. Ja, okay. Genauso erwarte ich das von einem Trainer, der sich bis hier durchgekämpft hat. Okay, dann kommt jetzt die nächste, das sieht aus wie ein Mädchen. Hier kommt unser zweiter Trainer, Loriane. Sag mal, sind das alles Geschwister? Die sehen sich ja verdammt ähnlich. Abgesehen davon, dass die beiden Mädels komplett gleich aussehen. Ja? Beim Doppelkampf kommt es darauf an, zu verstehen, welche Rolle die jeweiligen Pokémon des Gegners im Kampf erfüllen. Aha. Also meine Pokémon erfüllen immer folgende Aufgabe. Angreifen und plätten. Oh, Voluna. Okay, bei der brauche ich dann wohl nicht so unbedingt mit Feuer kommen. Das sind auch Feuer-Pokémon. Allerdings dürften die mir auch nicht so viel anhaben können. Gehen wir erstmal auf ihn hier. Und auch auf ihn. Immer erst eins erledigen. Denn ist nur noch ein Pokémon da, das angreifen kann. Also du bist mit deinem Panzer ziemlich robust, muss ich ja sagen. Alter, was ist das denn jetzt schon wieder? So. Aua. Ey, was soll das? Okay. Ach, das ist blockiert. Der hat meinen Angriff blockiert. Das war diese blöde Attacke. Uah. So ein Dreck aber auch. Na los. Ich weiß, dass der leider nicht so viel bringen wird. Aber es hat ausgereicht. Es hat ausgereicht. Hoi, 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 hoi. Mann, Mann, Mann. So. So, einmal kurz einen Schluck trinken. Was? Jetzt hat er Biss blockiert. Na gut. Biss ist blockiert, ne? Ja. Ey, will ich jetzt gar nicht. Flammenblitz. Dann nehme ich Flammenblitz. Ist zwar alles nicht sehr effektiv, aber... Was soll ich machen? Wenn der meine ganzen Angriffe blockiert? Ist natürlich eine clevere Taktik, aber... Haha. Nicht sehr effektiv. Dass ich nicht lache. Haha. So viel zum Thema, wenn da steht, nicht sehr effektiv. Das Wetter ist unbeherrschbar, aber noch viel unbeherrschbarer ist der Ausgang eines Kampfes. Ich habe den Kampf doch sehr gut beherrscht, oder nicht? Fantastische Leistung. Genau das habe ich von einem Trainer erwartet, der sich 7 Orden erkämpft hat. So, ich hoffe, dass ich denn... Und jetzt ist es Zeit für den krönenden Abschluss. Nummer 3. Sioba. Ja, sieht genauso aus wie die andere. Also ich sage ja, sind alles Geschwister wahrscheinlich, ne? Gut. Warte.
So, da bin ich wieder. Jetzt mache ich den Kampf. Ich habe noch mal kurz mein Lieberloh ein bisschen geheilt, was ja schon im gelben Bereich war. In einem Doppelkampf kann man beide Pokémon mit voller Kraft zuschlagen lassen. Oder man gibt einem von ihnen eine unterstützende Rolle. Okay. Sehen wir mal, was für eine Strategie du verfolgst. Beide voll zuschlagen lassen. Habe ich doch bis jetzt schon so gezeigt, oder? Kommt mir das nur so vor, dass ich das gemacht habe. So. Ja. Dann gucken wir doch mal. So. Das wird kalt hier. Ach, blöden Hagelkörner. So, ich komme erstmal mit Feuersäule auf dich. Und mit einem Flammenblitz auch auf dich. Mal sehen, wie gut du diese Hitze verträgst, wenn du aus eisiger Gegend kommst. Hohoho, oh, hat sogar noch überlebt. Autsch! Ach ja, das gibt mir ja auch leichten Schaden, wenn ich diese Attacke einsetze. Verdammt! Das habe ich nicht eingerechnet. Naja, egal. Was ist das denn jetzt? Aua, Hagelkorn am Kopf gekriegt. Och Mann, mein Arm ist Flamara. So, du kriegst... Und... Wir setzen mal einen Feuerwirbel auf dich an. Zack, weil der müsste jetzt besiegt sein. Der Midiras ist besiegt. So, Blitzer erreicht Level 51. Dann kommen wir jetzt mit dem Feuerwirbel. Ja, hat ganz gut seine Wirkung gezeigt. Dann wollen wir jetzt mal The Grande Finale machen. Autsch. Ja. Ah, haben schon wieder Hagelkörner abgekriegt. Ich glaube, Lieberloh brauche ich diesmal nicht so unbedingt heilen. Noch nicht. So. Nitroladung. Zack. Und ein Feuerzahn. So. Ja, hat schon gereicht. Kampf gewonnen. Dann dürfen wir jetzt gegen Roy. Dann wollen wir doch mal gucken, womit der aufwartet. Der wird bestimmt nicht so leicht werden. Lieberloh ist auf Level 62 gekommen. Und Purba erreicht auch Level 52. Seitenwechsel? Nein, möchte ich nicht erlernen. Gut. Also. Wenn Pokémon und Trainer an einem Strang ziehen, wecken sie ungeahnte Kräfte in sich. Ja. So. Eine reife Leistung. Gegen einen talentierten Trainer wie dich kämpfen zu dürfen, war mir eine große Ehre. So, jetzt kommt Roy, ne? Großartig, Cooper. Ganz wie erwartet. Hast du die Arena-Mission gemeistert. Bravo. Dann ist es jetzt an der Zeit, dass du dich gegen mich beweist. Auf ins Stadion. Okay, jetzt geht's ins Stadion zum Kämpfen. So, kurz nochmal Pokémon alle wieder fit gemacht. Oder vielmehr ein Pokémon fit gemacht. Und jetzt auf in den Kampf. Mal sehen, was Roy uns abverlangen wird. Das ausgerechnet du der erste Challenger bist, der es so weit geschafft hat, muss Schicksal sein. Aber wenn Dillion so viel auf dich hält, wundert's mich nicht, dass du es so weit gebracht hast. Und du denkst also, du kannst Dillion besiegen? Dafür musst du erstmal mich, seinen größten Rivalen, kleinkriegen. Ich werde dir auf die harte Tour zeigen, worauf du dich eingelassen hast. Ich kontrolliere übrigens nicht nur das Wetter, sondern bestehe auch auf einen Doppelkampf.
Damit will ich herausfinden, wie gut du auf verschiedene Situationen reagieren kannst. Also dann los. Ach du Schande, auch noch ein Doppelkampf. Mann. Ich hab ja gesagt, der wird keine leichte Nummer. Der wird uns bestimmt einiges abverlangen. Also Roy. Wie viele Pokémon hat er denn insgesamt überhaupt? Oh, Sandsturm auch noch. Beat ihr Wind und beschwört den Sandsturm. Okay, er hat 4. Wir gehen erstmal auf den. So. Irgendwie habe ich mir schon befürchtet, dass das ein harter Brocken sein wird. Aber ich hoffe, meine Pokémon kriegen den kleinen. Autsch. Na los. Flamara. Du schaffst das. Au. Das war jetzt nicht so ganz. Na. So, du kriegst jetzt einen Doppelkick. Und du machst Feuerzahn auf den da. Bei dem wissen wir nicht, ob es effektiv ist. Weil wir da nicht reingucken können. Den haben wir noch nie als Gegner gehabt. So, erste Pokémon besiegt. Aber dann wird er jetzt das nächste rausholen. Aber wir haben ja auch noch einiges in der Rückhand. Oh, Flamara kriegt schon ganz gut Leiden ab. Shit. Sanakoda? Oh Gott. Okay, ich versuch's einfach jetzt mit Doppelkick nochmal auf den. Vielleicht hilft das besser. Bis auch auf den. Auch nicht viel besser, verdammt. Autsch. Oh, 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 oh. Ja, das war's für Flamara. Ja, wen nehmen wir denn als nächstes rein? Autsch. Ich glaube, wir nehmen mal... Ja gut, nehmen wir dich. Ein gutes Aquana. So. Ich riskiere jetzt einfach mal alles und setze einen Feuerball auf den ein. Und hinterher dann noch eine Hydropumpe. Meine stärksten Attacken werden jetzt rausgeholt. Ja, ich hab's befürchtet. Aua! Was wird das denn jetzt? Oh nein, paralysiert. So, da legen wir noch einen Feuerball hin. Und du solltest jetzt endlich eine Hydropumpe abkriegen. Wieso? Ey! Verdammt.
So, das ist erledigt. So, das heißt, von ihm sind schon zwei weg. Eins schon auf dem Feld. Das heißt... Jetzt sind beide paralysiert. So. Jetzt holt er aber sein letztes Pokémon, ist das, glaube ich. So. Fangen wir mit dir an. Und... Nehmen wir mal Wasserring. Ach so, was... nee. Oder Aquavelle. Nein! Falsch! Ah! Mist. Wie ihr Winde, mein Partner wird jeder aus dem Stadion putzen. Pusten. Ach, er kommt mit Dynamax. Okay. Aquana hat er angegriffen. Komm, das schaffen wir. Mein armes Aquana. So, du bist weg. Es kommt schon wieder ein Sandsturm auf. Er ist doch noch nicht weg. Doch. Ich wollte gerade sagen. So. Hä? Was ist denn jetzt los? Was? Ich muss wechseln? Dann hole ich erstmal Blitzer rein. Ach ja, stimmt ja. Ich brauche ein zweites. So, und dann kommen wir jetzt mit deiner Brand. Und ein Nachschlag mit Donner auch auf ihn. So, mal sehen, was das bewirkt. Puh. Mann, Mann, Mann. Donner hat aber gut gefetzt. Autsch. Wieso hat mein Libero eigentlich nicht angegriffen? Okay, egal. Wir kriegen auch dein Dynamax-Pokémon weg. So, dann muss ich jetzt eins nachholen. Was bist du? Ja, holen wir dich. Fuli. Purba. Fuli Purba. Los. So. Laubklinge. Wir setzen Energieball ein. Und nochmal Donner. War eben recht gut der Angriff. Bam. Hat wieder gesessen. Paralysiert. Jetzt hat der das auch mal abgekriegt. Energieball leider nicht so effektiv. Schade. Aber er kann nicht angreifen. Das ist doch schon mal gut. Paralyse hat tatsächlich mal gewirkt. Und er wird auch wieder klein. Das heißt, dann wollen wir doch mal den Kampf jetzt beenden. Und nochmal Donner. Ja! Hahaha!
mein liebes neues Team. Sehr, sehr schlagkräftig anscheinend. Smoke weed every day. Selbst wenn ich verliere, gebe ich ein erstklassige Figur ab. Zeit für ein Selfie, würde ich sagen. Hä? Okay. Roy ist irgendwie cool. Ich mag den Typen. Das war ein harter Kampf, aber nun, da er vorbei ist, fühle ich mich, als hätten sich die Wolken aufgetan. Jetzt herrscht nichts als Sonnenschein. Ha, von wegen. Glaub mir kein Wort. Erinnerst du dich, wie ich geprahlt habe, dass ich Dillions größter Rivale bin? Und wenn schon, das nützt mir auch nichts, wenn du mich besiegst. Meine Pokémon und ich haben uns dir gegenüber ganz schön hochnäsig verhalten. Hier, nimm das als Zeichen deines Sieges. Das ist der Drachenorden. Der letzte Orden, um am Grande Finale teilzunehmen, den wir brauchen. Ja, wir nähern uns dem Ende. Du kannst jetzt alle Pokémon unabhängig von ihrem Level fangen. Na, das ist doch schön. Jetzt besitzt du alle Orden der Gala-Region. Um Dillion herauszufordern, musst du aber noch das Turnier nach der Arena-Challenge gewinnen. Ja, ich weiß. Und das meine ich ganz wörtlich. Du musst dieses Turnier einfach gewinnen, klar? Sonst wäre meine Niederlage gegen dich bedeutungslos. Okay, aber die anderen müssen dich auch aufschlagen, um teilzunehmen. Das heißt, sie müssen ja auch gewinnen, aber wir können nicht alle gewinnen. Die Logik verstehe ich dahinter jetzt nicht so ganz. Jetzt, wo du alle Orden gesammelt hast, erwartet dich als nächstes der Champ Cup. Ich bin gespannt, wie du dich dabei schlägst. Hey, Cooper. Na, da kommt der gute Roy doch nochmal, ne? Ich will dich nicht lange aufhalten, aber ich hatte da noch was vergessen. Erstens wollte ich dir als Zeichen meines Respekts noch die TM99 geben. Sie enthält die Attacke Breitseite. Ja, eine TM darf ja nie fehlen nach dem Arena-Kampf. Ja, stecken wir weg. Und zweitens wollte ich dir die Uniform der Drachen-Arena-Trainer übergeben. Oder überreichen. Die kriegen nur echte Gewinnertypen, wie du und ich. Ja, so, hiermit hast du Challenger Cooper mit der Trikot Nummer 14, die Arena Challenge abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt kannst du deine Stärke beim Champ Cup unter Beweis stellen. Und Roy muss mir nun deine Stärke beweisen. Ach so, hopp, ja. Und du, Roy, musst mir deine Stärke beweisen, okay? Ah, da ist ja endlich Dillions kleiner Bruder. Ich nehme deine Herausforderung an und ich werde dich ordentlich in die Mangel nehmen. Nach diesem Kampf wird dir nichts anderes übrig bleiben, als das Handtuch zu werfen und die Arena-Challenge aufzugeben. Aufgeben kommt für mich nicht in Frage. Ich habe jede Menge herumexperimentiert und bin stärker, als du dir je vorstellen könntest. Ich werde euch alle besiegen. Roy, Cooper und natürlich auch mein Bruder. Einfach jeden von euch. Das glaub ich noch nicht, Hopp. Mach's gut, Cooper. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Kampf. Aber ich rate dir, vorher fleißig in der Naturzone zu trainieren. Ja, gut. Das hatte ich eigentlich auch noch mal wieder vor, bevor ich denn zum Champ Cup aufbreche. Aber nichtsdestotrotz habe ich es jetzt geschafft. Ich kann zum Champ Cup. Oh, hi Sania. Da bist du ja auch wieder. Hallo, Kuba. Dein Sieg über Roy war echt beeindruckend. Gut gemacht. Damit hättest du dann auch die Arena Challenge bestanden. Da kann ich dir nur gratulieren. Das müssen wir eigentlich feiern. Aber dafür bleibt uns leider keine Zeit. Es ist nämlich so. Och, ich hätte gern ein bisschen mit dir gefeiert. Dieses Licht über Claw City ist nichts anderes als die finstere Nacht aus der Legende. Deshalb dasselbe Phänomen wie damals also. Als unzählige gigantische Pokémon in der Gala
in Gala wüteten und beinahe die gesamte Region in Schutt und Asche gelegt hätten. So ist es. Wie wir wissen, ist das Dynamax-Phänomen nur durch die Energie der in der Gala-Region eingeschlagenen Wunschsterne möglich. Aber wir Menschen sind bisher leider nicht dazu in der Lage, diese Energie zu kontrollieren. Doch das könnte sich ändern, wenn wir mehr über die zwei legendären Helden wüssten. Das Schwert und der Schild aus der Legende. Saniel, Liebes, der Moment ist gekommen. Bitte nimm mein Kittel. Was? Ist das nicht noch ein bisschen zu früh, Oma? Ich bin doch noch gar nicht mit meiner Forschungsarbeit fertig. Und genau deshalb solltest du ihn jetzt haben, damit du deine Arbeit gut zu Ende bringst. Okay, dann tritt jetzt Sania in die Fußstapfen ihrer Oma. Ja, dir steht der Kittel auch sehr gut, Sania. Jetzt bist du Professor Sania. Danke. Löse das Rätsel um die zwei legendären Helden, die einst Gala vor der finsteren Nacht bewahrten. Finde heraus, was wirklich hinter dem Schwert und dem Schild aus der Legende steckt. Das werde ich, Oma. Ich will unbedingt sehen, wie du oder Hopp gegen Dillion kämpft. Also überlass den ganzen anderen Kram ruhig mir und geh nach Score City, okay? Los, ab zum Bahnhof. Der nächste Zug fährt bald ab. Ja, so, das werde ich denn auch machen. Aber das werde ich erst im nächsten Part machen. Denn hier ist für heute Schluss. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Video gefällt, vergesst nicht, noch den Daumen nach oben zu drücken. Smash den Like-Button. Und natürlich, wenn ihr es noch nicht getan habt, gleich oben links auf den lieben Wolf zu drücken und mir ein Abo dazulassen. Der Wolf freut sich drüber. Ihr könnt auch gerne noch die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und des Weiteren verlinke ich euch gleich unten links die Playlist zu Pokémon Schwert. Unten rechts findet ihr dann die Playlist zu Lego City Undercover. Könnt ihr auch gerne mal reingucken. Lego-Spiele sind einfach toll und Lego City Undercover ist einfach ein geiler Klassiker davon. Eins mit der... Oder sogar das beste Lego-Spiel. Naja, egal. Und wir nähern uns bei Pokémon Schwert jetzt wirklich sehr stark dem Ende. Also drückt nochmal oben auf mein Video, das ich da verlinke, oben rechts. Denn das ist meine Umfrage, welches Spiel soll folgen, wenn eins meiner laufenden Projekte fertig ist. Drei Spiele habt ihr zur Auswahl. Stimmt jetzt nochmal fleißig ab, um mir zu sagen, was ich als nächstes rausbringen soll. Oder weiterführen soll. Da sind ja auch Spiele bei, die ich tatsächlich schon mal angefangen hatte, aber weil ich mir zu viel auf einmal vorgenommen habe, erstmal pausiert habe. Auch die können halt gerne wieder reingewählt werden. Dann bleibt mir auch heute nichts anderes mehr zu sagen, als ich wünsche euch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Sagt euer Wolf Cooper. Bye!